schnurriges Willkommen bei Kitty Plays the Dig. Letztes Mal haben wir eine traurige Nachricht erhalten. Beziehungsweise wir haben die traurige Wahrheit hinter diesem Planeten und der Spezies erfahren. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf und schauen, ob wir die nicht retten können. Gehen wir zunächst mal hier. Aus dieser traurigen Gruft wieder raus. Hinten wieder die zwei Monde. Und schauen mal weiter. Ich würde sagen, wir erzählen Brink mal von unseren neuesten Erkenntnissen. Auch wenn er normal nicht so hilfreich ist, aber... Brink! Das Spiel wartet auch conveniently. Schauen wir mal, ob ich den hier anspreche. Brink, da liegt ein toter Außerirdischer in einem kristallenen Sarkophag. In einer Kultur, die Tote auferstehen lassen kann, hatten sie vermutlich einen guten Grund, ihn zu bestatten. Der sagt genau das gleiche wie sonst auch. Und jetzt lassen sie mich allein. Und ich kann es nicht überspringen. Gut. Ich könnte jetzt noch die Geister prüfen, aber ich habe das Gefühl, das Warum hilft nicht. Warum soll ich mich ärgern? Mit ihnen zu reden ist vergeudete Zeit. So. Hat Mackie da noch was zu sagen? Er ist eine lebende Enzyklopädie. Ja, der hat zu Recht. Danke. Dann gucken wir mal weiter. Tatsächlich weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie es weitergeht. So. So, wir sind also auf der... Wir müssten eigentlich auf der Planetariumsinsel gerade sein, wenn ich... Nee, Gruftinsel, logischerweise, wir kommen gerade aus der Gruft. Oh Mann. Ich bin irgendwie heute doof. Naja, habt ihr zumindest was zu lachen. So, dann wollen wir mal gucken. Also, nochmal. Die haben irgendwie... Sind sie in diese Sternzeit 6 gekommen... Und können nicht mehr zurück. Ah, da fällt mir was ein. Maggie konnte doch jetzt diese Inschrift lesen. Und wir hatten noch einen Ort, wo wir nicht wussten, was wir machen können. Und das war hier hinten an diesem Strand. Mit diesem seltsamen Feld. Vielleicht hilft uns diese Inschrift, sagt diese Inschrift... Die sagt ja irgendwas von irgendwie, dass irgendetwas am anderen Ende des Lochs versteckt wurde. Vielleicht hat das auch irgendwas mit diesem Feld hier zu tun. Es flimmert. Ein Licht, das völlig unwirklich wirkt. Gut. Als wäre es nur am Rande der Existenz. Es erinnert mich an etwas. Etwas, das ich schon gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch gelesen. So. Genau, zu sehen habe ich mich. Diese Inschrift mal an, Maggie. Hab ich mich gerade erinnert. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Es war mir bisher nicht klar, aber jetzt verstehe ich. Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Aha. Ich drehe einfach dieses... Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Und lesen kann. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen.
So wie ich das verstanden habe, war sie auch schon immer da, beziehungsweise war vorher da und ist verschwunden worden. Nämlich am anderen Ende des Loches. Gehen wir mal auf die Insel. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Okay, dieses seltsame Feld hier ist das seltsame Feld hier. Oh, eine Öffnung. Ah, oh, da geht eine Treppe runter. Okay, da können wir reingehen. Okay. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Da. Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Genau die. Wollte ich gerade sagen. Das ist doch die fehlende Metallplatte. Einen kleinen Augenblick. Ich drehe mal hier die Belichtung von der Kamera ein Stückchen niedriger. Kann man mich besser sehen. So. Eben die Metallplatte hier. Ist also so gefährlich, die ist versteckt worden. Das ist die vierte. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Doch, warum nicht? Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Er macht mir Angst, Boston. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Hangry. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. Genau, wir haben die letzte Metallplatte und könnten jetzt also die letzte Tür öffnen. Und ich würde sagen, das machen wir doch auch mal. Rufen mal die Bahn zu uns. Auch wenn die gesagt haben, hey, wir müssen... Ja, wobei... Komm, bleiben wir bei der Story. Unsere Charaktere glauben, dass, wenn wir das zusammensetzen, es direkt nach Hause geht. Obwohl der ja gesagt hat, hey, das öffnet die Tür. Das war ganz schön heftig. Ja. Commander Low, können Sie mich hören? Erdbeben. Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander, ich bin gefangen. Ich brauche Hilfe. Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig. Also, auf einmal sind wir wieder gut genug, dass man mit uns redet, ne? Geschwungene Brücke mit Felsen, das klingt nicht nach dem Museum, auch nicht nach dem Kartending, wo wir eben waren. Das klingt doch hier nach dem Planetarium. Ja, weil hier sind ganz viele Felsen. Rumpel, rumpel. Und ich denke, er meinte das hier. Eine geschwungene Brücke über einen Wasserfall. Das ist, wir müssen hier über diese Brücke. Da ist er doch. Sie haben sich nur die Hand eingeklemmt? Ich dachte, Sie wären in echten Schwierigkeiten, Brink. Sieht aus wie ein Tier. Wann wären es denn echte Schwierigkeiten, Commander? Wenn es Ihre Hand wäre? Ich stecke meine Hände nicht in Felsspalten.
Ich wollte einen Lebenskristall rausholen. Und dann hat sich der Felsen verschoben. Der Felsen drückt mir den Arm ab. Meine Hand wird nicht mehr durchblutet. Sie können mich nicht herausziehen, Commander. Lassen Sie mich hier nicht sterben. Und wenn Sie mir die Hand absägen müssen. Machen Sie doch kein Theater, Brink. Niemand wird Ihnen die Hand absägen. Versprechen Sie nichts, was Sie vielleicht nicht halten können, Maggie. Ist das Ihr Ernst? Er hat sich nur die Hand eingeklemmt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er sich mit dem abgestorbenen Gewebe selbst vergiftet, bevor er verhungert und verdurstet ist. Sie würden sie absägen? Natürlich. Das Militär trichtert einem ein, Notwendigkeiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Es wäre einfacher, wenn ich etwas zum Sägen hätte. Dann kauen Sie ihn ab. Das kannst du auch selber machen. Brink, aber menschliche Zähne können Knochen nicht durchbeißen. Nach allem, was uns passiert ist, könnte dies hier das Allerschlimmste sein. Tun Sie etwas, Commander! Tun Sie es jetzt! Also, Brink hatte eben, wie er so mit aller Gewalt gezogen hat. Ja, irgendwie sieht das aus wie ein Tier, was sich eingeklemmt hat. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Und als er sagte, er hat so einen Lebenskristall gegriffen. Das war also das, was wir vorhin im Ding gesehen haben. Aber er hat danach gegriffen und dann aktiviert sich das. Irgendwie scheint das Absicht zu sein, dass, naja, jemand, der von den Lebenskristallen vergiftet ist, wir haben ja erfahren, dass da quasi nur noch eine Art Zombie zurückkommt, dass der in dieses Erdbeben gerät und das könnte natürlich auch reiner Zufall sein. Gut, okay, wir sollen den absägen oder abschneiden und tatsächlich war das mit dem Abkauen und mit den menschlichen Zähnen war ein großer Hinweis darauf, was wir genau zu tun haben, nämlich menschliche Zähne kommen nicht durch Knochen, aber diese Knochen, im Englischen sagt er, glaube ich, dass sie sehr scharf aussehen. Diese Knochen können den Arm durchsägen. Sie wollen seinen Arm mit einem Kieferknochen absägen? Die Zähne sind messerscharf. Wie wär's mit einer Narkose? Tun Sie es, Commander! Achtung, das wird jetzt eklig. Da wird ein Arm abgesichert. Dann machen Sie sich bereit, Brink. Wie konnten Sie solche Schmerzen aushalten, ohne ohnmächtig zu werden? Alles in Ordnung. Ich brauche nur noch mehr Kristalle. Kommen Sie mit mir zu der Nische im Nexus. Wir haben alle Metallplatten. Wir glauben, die bringen uns nach Hause. Sie wissen nicht, wo sie uns hinbringen. Ich suche lieber weiter nach den Kristallen. Was, wenn sie uns doch nach Hause bringen, Brink? Was, wenn wir nicht wiederkommen können, um sie zu holen? Wollen sie für immer hier bleiben? Was passiert denn mit den Kristallen und ihrer Forschung? Ich verstehe, was Sie meinen. Ich komme mit, um die Platten auszuprobieren. Aber wenn uns das nicht nach Hause bringt, dann lassen Sie mich ab sofort in Ruhe. Alles klar? Einverstanden? Sind wir im Geschäft? Einverstanden. Okay, okay. So, dann wollen wir doch mal schauen mit den Platten. Obwohl wir gesagt bekommen haben, dass sie die Tür öffnen. Und das eigentlich so ziemlich offensichtlich ist, dass sie die Tür öffnen, weil das Ding hier direkt neben der Tür ist. Na komm, setz sie ein. Und wieder drehen sich die Platten einmal rum. Diesmal das sollte reichen. Vom Dreieck ins Viereck und nicht vom Viereck ins Dreieck. Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Und das ist ja schließlich... Nicht exakt gar nichts, Brink. Es ist eine Tür. Glauben Sie, die Erde ist auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite ist gar nichts. Was haben Sie erwartet? Die Tür hat sich geöffnet. Lassen Sie uns nachsehen, was dahinter ist. Wir hatten eine Abmachung.
Ich bin mitgekommen, diese Platten haben uns nicht nach Hause gebracht und jetzt werden Sie mich in Ruhe lassen. Sie haben mir Ihr Wort gegeben, ich erwarte, dass Sie es halten. Er ist definitiv geisteskrank. Schon. Ist das Ihre Meinung als Journalist? Nein, meine Meinung als geistig gesunder Mensch. Besessen würde ich eher sagen. Fremdgesteuert von den Kristallen. Nun gut, Erschaffer, der mehr zerstört hat, als er erschaffen hat, oder wie er sich selbst genannt hat, meinte, dass dahinter das Schönste und das Schrecklichste liegt. Gucken wir es uns mal an. Okay, zunächst mal. Ja, es geht zur letzten Insel. Schöner Wasserfall hier. Schön mit den Dings. Ich finde mal wieder die Grafik hier sehr schön. Ich mag auch so diese überwucherten Ruinengeschichten allgemein. Also das fand ich auch in Portal 2 toll. Und dann fahren wir mal mit dem Spiel, nennen sie es ja mit dem Hamsterrad. Ich finde immer noch, das sieht aus wie diese Bahnen, die eine Flipperkugel entlang rollt. Fahren wir mal mit dem Flipperkugel. Der Flipperkugelröhre zur fünften Insel. Die letzte, wo wir noch nicht waren. Eine schöne Sequenz aus der Ego-Perspektive und es geht wieder in den Berg rein. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich immer die gleichen Sequenzen, aber hier wieder ein schönes Bild. Ich habe sowas in einem der Displays im Museum gesehen. Diese Maschine war die größte Errungenschaft des Erfinders. Ja, und seine größte Schande. Was macht sie? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Glauben Sie, die kann uns wieder nach Hause bringen? Im Moment macht sie gar nichts. Hier sind lauter seltsame Objekte. Hier unten ist eine Konsole. Da ist noch eine Konsole. Ich gucke erstmal die Konsole hier an. Beziehungsweise versuche damit zu interagieren. Sieht aus, als würde ein Teil fehlen. Da ist eine Lücke. Ein Lebenskristall könnte genau reinpassen. Ah ja. Ein Lebenskristall könnte also genau reinpassen. Also brauchen wir hier irgendein dreieckiges leuchtendes Teil und zwei Lebenskristalle. Haben wir natürlich alles drei nicht. Gut. In dem Spiel ist es tatsächlich auch so, dass man schneller vorankommt, wenn man einfach mit Sachen interagiert, ohne sie voranzugucken. Eine Reihe kristalliner Geräte. Okay, dann gehen wir mal hier diesen Weg entlang, der nach oben führt. Okay, dann sind hier noch mehr Instrumente. Ich kann mit den Instrumenten nicht umgehen. Geht's noch mal weiter? Da oben ist auch wieder so ein leuchtendes Ding. Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gerät umgehen soll. Und dann kann man nach oben raus. Gucken wir uns mal oben um. Oh, guck mal hier wieder schön mit Wasserfall und der Ton. Die Geräuschkulisse. Einfach nur herrlich. Hier ist ein Nest auf der Lichtbrücke. Tut mir leid, Vögelchen. Du wirst ein neues Zuhause finden müssen. Dann wollen wir doch mal die Brücke anmachen. Und schon haben wir alle Inseln per Lichtbrücke miteinander verbunden. Jetzt brauchen wir die Bahn nur noch, um zum Nexus zu kommen. So, gehen wir mal in die Mitte. Wie ich mir gedacht habe. Die Kristallform ist jetzt voll ausgebildet. Sag ich mal.
Sag ich jetzt bestimmt das Gleiche, dass sie kaum zu sehen ist? Ich kann die Oberfläche fast spüren. Oho. Dann können wir also hier zur Kathedraleninsel zurück. So. Geht's hier hinten noch weiter? Nee, ist nichts. So. Oh, ins Labor. Okay, dann haben wir hier noch diese komischen, seltsamen Objekte. Mal schauen, was passiert. Oder erstmal schauen, was passiert, wenn ich sie anschaue. Was sie dazu sagt. Ein Teil der Maschine? Zumindest machen sie komische Dinge, wenn man sie anfasst. Dann auch wieder nach unten. Will ich auch nochmal gucken, was die machen. Das sind ja jetzt so kugelförmige. Die machen eine andere Animation. Das war doch eben eine Fliege und eine Untertasse, oder? Moment mal, das im Gegensatz zu den anderen hört das hier nicht auf. Oh doch, es macht es einfach nur ein paar Mal und hört dann auf. So, so. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Die Kugeln machen das dreimal, die anderen machen das nur einmal. So, ach so, nein, ich muss ja nicht mehr zur Bahn. Ich möchte jetzt zur Museumsinsel und mir die Kristalle schnappen, zwei Stück. Um sie in die Mulden reinzulegen, selbstverständlich. So, einmal nach draußen. Die Lichtbrücke zur Museumsinsel. Dann hier runter zur Richtung Bahn durch die Tür und nehmen wir gleich mal zwei mit. Ein, zwei. Sehr schön. Damit können wir zurück zu dieser komischen Maschine. Wofür sie jetzt diese Lebenskristalle braucht, weiß ich natürlich nicht. Vielleicht liefern die Lebenskristalle, sind es so wie so eine Art Batterien. Und dass die Leute wiederbeleben, ist nur Zufall. Oder wenn man die Maschine aktiviert. Tut mir leid. Wenn man die Maschine aktiviert, wird irgendetwas wiederbelebt. Ja, wir hatten letzte Nacht hatten wir einen Hubschrauber, der von 23:30 bis 00:30 hier rumgekreist ist. Und ich habe daher extrem schlecht geschlafen, weil ich dann erstmal eine ganze Weile nicht mehr schlafen konnte. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen müde. So, einmal hier rein, einmal hier rein. Sehr fein, jetzt fehlt nur noch das. Die Lücke in der Maschine gefüllt wird und da würde ich sagen, schauen wir doch einmal alle Orte nochmal nach. Hier waren wir ja schon. Tatsächlich glaube ich, ist es schneller jetzt über die Bahn zu gehen, weil ich das hier überspringen kann. So. Dann gehen wir jetzt mal hier alle Orte durch. Gehen wir mal die Gruft. Da habe ich mit Escape die Animation übersprungen. Die Bahn ist gerade angekommen und wir steigen ein. Nein, ich will nicht in die Bahn, ich will dahin. Das habe ich jetzt gemacht, weil bei dem anderen musste ich mich ein Stück bewegen. Moment, ich gucke mal, ob ich über die Maschine reden kann. Ja,
tatsächlich, dann frage ich mal, was Maggie zu der Insel und zu der Maschine denkt. Wenn ich diese Inschrift nicht zufällig bemerkt und mitgenommen hätte, dann hätten wir diese Insel suchen können, bis wir schwarz geworden wären. Sie verstecken sie. Dann helfen sie uns, sie zu finden. Wer versteht nur, warum Außerirdische tun, was sie tun? Vielleicht ist es ein Intelligenztest. Oder ein Test unseres dummen Glücks. Oder unserer Hartnäckigkeit. Naja, der Weise hat doch schon, der Bauer da in der Gruft hat doch schon gesagt, dass im Endeffekt das Zeug ist gefährlich und er wollte uns nur geholfen haben, wenn wir von unserem Plan absehen, was wir ja dann nicht machen. Also, ja, sie wollen nicht, dass das in falsche Hände gerät. Wir müssen es versuchen und die Maschine einschalten. Das ist der einzige Weg, herauszufinden, was sie bewirkt. Sollen wir etwa alle Inseln nach einem Teil absuchen, von dem wir nicht einmal wissen, wie es aussieht? Dreieckig, grün, leuchtend? Wo bleiben denn jetzt all die hilfreichen Hinweise? Die Hinweise bezogen sich nur auf Dinge, die sie absichtlich versteckt haben. Aber das fehlende Teil, vielleicht ist es gestohlen worden. Oder einfach vergammelt. Dann wäre alles umsonst. Boston, irgendjemand weiß, was das fehlende Teil bewirkt. Und vielleicht sogar, wo es ist. Tja, ich weiß nicht. Ich habe nicht von Ihnen gesprochen. Ich meinte jemanden unter einer Kristallpyramide. Danke. Da war jetzt zuerst der Hinweis zur Lösung und dann ein eindeutiges Zeichen, was wir machen sollen. Und ich hätte jetzt sowieso gesagt, lass uns erstmal wieder mit dem Erbauer darüber reden. So, einmal hier runter. Und ihn über die beiden Themen befragen. Das war der Grund, warum ich geguckt habe, ob es die zwei neue Gesprächsthemen gibt. Wenn es sie nicht gegeben hätte, hätte ich ihn ja gar nicht dazu befragen können. So. Pyramide. Ach. Ich brauche ja wieder einen Kristall. Da bin ich jetzt hier runtergegangen und habe vergessen, einen Kristall mitzunehmen. So. Richtig auf dem Pfad zielen. So. Museumsinsel, wo bist du? Natürlich immer die letzte. Hier runter. Dahin. Das geht jetzt schneller als mit der Bahn zu fahren, weil ich mich per Doppelklick vorwärts bewegen kann. Ich nehme nur so zwei Stück mit. Oder kommt vier Stück. Ja, das klingt gierig, aber ich weiß nicht, wie oft ich da noch hin muss und ich habe keinen Bock, jedes Mal hier hinzurennen. So. Na, jetzt kann ich hier immer schön mit Doppelklick weiter. Die Lichtbrücke, die Gruftinsel. Zurück in die Gruft. Da ging es der Doppelklick nicht. Auf das Podest. Jetzt kann ich die Animation überspringen. So. Und jetzt können wir noch einmal unseren Herrn Erbauer befragen. Da wacht er wieder auf. Maggie erschreckt sich wieder, was interessant ist, weil eigentlich ist das die gleiche Animation halt wie beim ersten Mal. Diese Insel, die wir gefunden haben, wo war sie versteckt? Sie verließ die Realität, aber nur ein kleines Stück. Sie kann zurückkehren, weil sie niemals völlig ging. Moment, das klingt so, als wenn die anderen von dem Volk völlig gegangen sind. Die Insel taucht in unserer Realität auf und verschwindet wieder? Mit jeder Passage verliert sie Substanz.
Wir dachten, wir könnten unsere Welt mitnehmen in die Sternzeit 6. Es konnte nicht vollbracht werden. Wenn etwas unsere Realität verlässt, wo geht es dann hin? Zu einem Ort, an dem Zeit unendlich ist in jede Richtung. Aber weil sie nicht auf einer einzigen Linie verläuft, kann sie nicht vorausgesagt werden, noch kontrolliert. Jene, die von hier nach dort gehen, können nichts ändern. Sie sind nichts als Beobachter, auf ewig. Das ist wieder das Traurige, ne? Was seinem ganzen Volk passiert ist. Die Maschine in ihrem Labor, was tut sie? Wo alle Lichter leuchten, öffnet sie das Auge. Alle Lichter leuchten? Die Lichtbrücken? Das Auge. Ist das der Kristall am Schnittpunkt der Lichtbrücken? Die Maschine generiert dieses Auge? Das Auge sieht alle Zeit und jeden Raum. Und wohin das Auge sieht, kann der Geist fliegen. Also entweder ist das das Portal zur Sternzeit 6. Er hatte ja auch irgendwie was gesagt von wegen, wenn sich das Auge öffnet, wird das und das passieren. Oder es ist irgendwie ein Gerät, mit dem man sich alles angucken kann. War dieses Auge die Pforte zu dem Ort, an dem ihr Volk jetzt ist? Eine Pforte, die nur in eine Richtung durchquert werden kann. Oh. Das wissen sie nicht. Wenn jemand stark genug mit der Realität verbunden ist... Glaubt ihr, ihr seid stärker als mein Volk? Selbst dieses stärkste aller bekannten Völker konnte der Versuchung nicht widerstehen, bis es zu spät war. Wenn wir ihr Volk zurückbringen, kann es ein Raumschiff bauen, das uns wieder zur Erde bringt. Das ist unsere einzige Chance. Vielleicht versagen wir, aber sie müssen es uns versuchen lassen. Ihr glaubt, stärker und weiser zu sein als mein Volk. Also werde ich euch die Früchte eures Stolzes zuteil werden lassen. Ich werde euch sagen, wo das Teil zu finden ist, wenn ihr richtig zu fragen wisst. Aber es wird euch mehr kosten, als ihr euch je vorgestellt habt. Okay, also... Er weiß, dass wir ein bestimmtes Teil suchen. Ja. Tatsächlich mache ich es jetzt ungern. Aber die halbe Stunde ist um. Wir haben ein kleines bisschen überzogen sogar schon. Von daher würde ich sagen, ich schneide jetzt erstmal zu dem Würfel. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann frage ich nochmal nach dem fehlenden Maschinenteil. Und dann wissen wir, wo wir hin müssen, dass wir die Maschine aktivieren können. Und hoffentlich auch das Volk retten können. Wenn nicht, werden wir auf ewig in der Raumzeit 6 gefangen sein. Als Beobachter, genauso wie der Rest seines Volkes. Also, bleibt dran, dann erfahrt ihr, was als nächstes passiert. Ciao, miau!